Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Ja, das war die CDU gestern, wie sie ihren Kanzlerkandidaten Armin Laschet begrüßt haben nach dem dritten und letzten TV-Duell. Der eine oder andere mag sagen, endlich. Ich denke, diese inflationären TV-Duelle, beziehungsweise in diesem Fall Trielle, ja, sind so langsam wirklich ein bisschen zum Abgewöhnen, muss man sagen. Wobei ich in der konträren Meinung sagen würde, dass dieser Wahlkampf schon ein paar spannende Punkte hatte. Ja, wir haben jetzt drei Parteien, die zu unterschiedlichen Zeiten das Rennen mal angeführt haben. Und ja, jetzt muss man sich das Ganze inhaltlich mal angucken und die inhaltlichen Punkte abgehen, vielleicht noch vor der Wahl. Und da gibt es, glaube ich, bei allen drei sicherlich Punkte, die man kritisieren kann. Nichtsdestotrotz, wir wollen auf diesen schönen Gesang schauen. Letztes Mal nach dem Triell hatten wir den schönen Gesang Armin Laschet wird Kanzler und jetzt, hey, das geht ab, wir holen die Kanzlerschaft. Ja, die CDU lässt sich immer wieder was einfallen, ja, wenn der Kanzlerkandidat Armin Laschet wieder zurück ins Konrad-Adenauer-Haus kommt. Und ja, also er hat die Unterstützung, das merkt man auf jeden Fall. Ideenreich ist die CDU, beziehungsweise ich glaube in vorderster Front die Junge Union auch. Das merkt man an diesen Videos und ja, wir werden am Ende sehen, ob diese Szenen dann noch zur Belustigung benutzt werden, weil am Ende es nicht gereicht hat für die CDU, oder ob am Ende die CDU lauter und besser lachen kann. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch das nicht vorenthalten, weil ich das ganz bewegende, lustige, ergreifende Momente fand. Und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Wer ist natürlich auch euer Favorit im Rennen? Ist es überhaupt einer von den dreien? Oder ja, seht ihr einen ganz anderen vorne? Ja, da gibt es ja wirklich noch ein paar gute Kandidaten auch bei den anderen, ja, also FDP mit Christian Lindner, glaube ich, einer der besten Rhetoriker, so inhaltlich mag man da auch nochmal wieder anders drauf schauen, aber trotzdem, es gibt noch viele andere Leute, schreibt mal in die Kommentare, wen würdet ihr euch wünschen? Vielleicht habt ihr auch mittlerweile schon einen guten Durchblick, wen ihr wählen wollt. Ich glaube, es war ja auch im Vorfeld noch klar, dass viele Leute noch ein bisschen unentschlossen sind, was vielleicht auch an diesen drei Kandidaten liegt. Ob das jetzt von der Persönlichkeit ist oder von den Inhalten der Partei, das ist natürlich auch nochmal spannend. Trotzdem verabschieden wir uns jetzt und spielen nochmal die besten Gesänge der CDU vor. Deswegen viel Spaß und ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao. Armin Laschet wird Kanzler.